Was geht ab bei euch auf der Erde? TerraFox hier von der Erde. Heute spielen wir Blue Sky Aces. Ja, das ist ein Spiel, welches so, wenn sie in keinem Doppeldecker und so. Die deutsche Flagge haben sie falsch. Das war noch kein demokratisches Deutschland damals. Oh, der Erste Weltkrieg, ja, der fand ich sogar interessant als der Zweite Weltkrieg. Das war nämlich ein Krieg, den niemand wollte. Da muss man sich mal, okay, vielleicht Österreich-Ungarn wollte aber nur einen Krieg gegen Serbien. Wer wollte denn die auch nicht haben? So ein Weltkrieg, den niemand wollte. Und es ist trotzdem passiert. Und in Anschluss dessen kam der Zweite Weltkrieg. So, okay. Also, das ist ein Spiel im Doppeldeckern. Ich weiß auch nicht so ganz genau, worum es geht. Kameramodus, dritte Person, erste Person. Dritte Person nehmen wir mal. Zivilschwierigkeitsgrad normal. Lernen Sie eine Reihe von Wegpunkten abzuheben und zu regieren. Landen Sie dann hier aufs Flugzeug. Okay, weitermachen. Okay, die Grafik sieht schon mal sehr simplistisch aus. Willkommen zum Flugzeug. Ich wollte nämlich, wie man euch eine Reihe von Wegpunkten abheben und durch die Flugzeuge abgeben. Ich hatte das Zeichen bei der Munition, die sie jetzt gesagt haben, wie alle Probleme wie immer. Waffenmarmelade. Waffenmarmelade. Weapon Jam. Die haben sie mit Marmelade übersetzt. Die Ölanzeige ist ja die Gesundheit dieses Flugzeugs und ich werde Öl verlieren, wenn sie Schaden annehmen. Die erste Munition ist wirklich Gasentschwimmer. Ich glaube, was ich verwende, um zu werden, je nach diesem Video manchmal. Weil wir es versuchen, wenn sie in die Richtung gehen, in die sie fliegen sollten. Der Höhenmesser gibt die Höhe ihres Flugzeugs über dem Boden an. Fluggeschwindigkeit sind zeigen die für die Flugzeuge über die Stromgeschwindigkeit. Kraftstoffmesser sind wie viel Kraftstoff sie. Wie viel Kraftstoff sie verbleiben. Oh Mann. In welcher Methode werden sie voll die Flugzeug steuern? Tippen müssen wir uns am einfach so lernen, aber Gabriel deutlich und auch sehr schwer, dass das System ist. Wir wollen jetzt halt ändern. Vielleicht sehen wir mal Gamepad und gucken, ob das jetzt funktioniert. Standardmäßig steuert der linke Stick die Drohne und das Rollen ist mega gut, dass der Südknopf oder die Waffe an und der Westknopf wird fast in die Karte. Sie hat zu teuer, wenn es im Moment einfach andere Personen zu sein. Um abzuheben, erhöhen Sie den Gas in den Ostenknopf. Ostenknopf. Alter, das ist für eine Übersetzung, ey. Was ist ein Ostenknopf? B-Knopf oder was? Das maximal rein, das hebt sich auf Deutschland, die Geschwindigkeit hoch genug, das weitermachen. Jetzt bereits können sie auf die Karte nicht mehr, das Luft zu beginnen. Und sie halten weiter Fahrt still, weil sie in der Luft sind. Okay. Ah, okay, das Gamepad funktioniert. B, glaube ich. Okay. Okay. Geschwindigkeit zu niedrig. Ich drück B. Okay. Leiter nur bis zum nächsten Wegpunkt. Sie wollen nur ein langes Kurs, nehmen Sie sich ab. Nehmen Sie sich. Wie viele Sie abschließen, wenn Sie das Kurs auf nächste Nähe. Okay, es überhitzt, war schon verklemmt. Steuert sich merkwürdig, das Ding. Oh Mann, Alter, ey. Oh Mann, Leute, die Finger verdurch, mal gucken, was passiert. Die Musik! Oh! Nein! Alter, ey. Wir sind auf Platz 201. Okay. Versuchen wir es nochmal. Ausbildung. Weitermachen. Okay, weiter und so weiter und so fort. Wir wissen das alles schon. So. Waffen verklemmt. Okay, der Ostknopf, also B, zum Starten.
Alter, jetzt ist die Waffe verklemmt. Wow. Hier war dann nicht böse, wenn ich wieder abschießen könnte, wie immer so was ist mehr effektiver. Da ist ja unglaublich schwer zu steuern hier. Der dreht sich ja gar nicht um die eigene Achse, die Battle Wall. Nee, das ist keine Fassrolle, aber Alien Wall. Ich die Steuerung raus habe, sie vergehen Jahre. Warum stirbt er nicht? Stirbt doch endlich. Boah. Scheiße, wow, knapp. Leiter Südwest zu ihrem nächsten Wegpunkt. Leiter Südwesten zu ihrem nächsten Wegpunkt. Das Deutsche ist super, ey. Nicht mal die Flagge ist richtig, aber das Deutsche ist hier unglaublich super, ey. Okay. Südwesten. Ich glaube, das ist der hier. Wir fliegen nach Südwesten. Karte raus zoomen. Leite Nordosten zu ihrem nächsten Wegpunkt. Boah, was soll der Mist, ey? Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurückfliegen oder was? Ich gebe mal Gas. Also, die waren eigentlich schneller, die Flugzeuge von damals. Ich glaube, die reichten über 305 Kilometer oder so. Also, ja. Südosten, nächsten Wegpunkt. Okay. Aus der Kirche schießen wir ab. Bringt nichts, aber. Oh Mann, Danusnachricht, Chef. Südwesten mit unserem Land. Du ziehst die Geschwindigkeit vor der Landung, schneiden sie ihren Motor ab, sobald sie gelandet sind. Und schneiden sie ihren Motor, sobald sie gelandet sind. Alter, was ist das für ein Deutsch? Ich verstehe es nicht. Also da müssen wir landen oder was? Okay, Motor schneiden. Scheiße, 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 scheiße. Schön, dass du gedreht. Also das hätten wir überlebt. Die Landung hätten wir überlebt. Ich brauch mal, keine Lust mehr. Alter, ey, so nochmal beginnen. Erste Patrouille. Ich geh mal in die erste Person, mal gucken, wie es aussieht.
Die Musik, die passt überhaupt nicht, ey. Oh, Feind. Feind. Feindflugzeug. Ah, mit der rechten Maus. Mit der rechten Maus kann ich. Ah, ich muss draufklicken dann. Die Battlefield Friends, ne? So soll ich das mal spielen. Die Battlefield Friends. Wow. Wow. Oh. Alter, ey. Geh wieder erst lustig um 15.18 Uhr, ne? Oh. 463, boah. Punktzahl. Also Punktzahl, ich hab jetzt Abschüsse. Okay, die können wir nicht wählen, und die hier. Ich will lieber die Fogger DR Nummer 1 nehmen, hier beginnen. Klappt nicht. Immer dritte Person. Okay, aber noch, dann habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel, ehrlich gesagt. Ist irgendwie. Die Musik! Ich komme nicht drüber weg, ey. Wenn jemand stirbt, dann kommt so eine komische Musik. Wenn man pausiert, kommt eine komische Musik. Ey, die schießen zurück. Was ist denn da für eine Scheiße, ey? Scheiße, 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 Scheiße! Wow. Oh. Oh. Oh Mann, oh Mann, ey. Das Spiel ist manchmal spannend, ne? The Zobwist Campbell. Scheiße, 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 überleben wir es diesmal auch? Ja, wir überleben es diesmal auch. Ah, so, jetzt können wir endlich die Flieger abknallen. Ah, oh, also Battlefield 1 kommt, nee, das kommt das Spiel nicht ran. Ein Pilot der 5 Ass, ein Pilot der 5 Luftflieger erzielt hat. Enemy Aircraft in der gebaut, was ihre Position. Enemy Aircraft entdecke Nordwest ihre Position. Ey, das ist deutsch. Oh. Oh Mann, mit, ey. Ostknopf. Noch nie gehört sowas. Ich weiß gar nicht, wie sowas kommen überhaupt. Ostknopf. Die B-Knopf. Da gibt es auch einen Südknopf, das ist der A-Knopf. Ne? Oh, haben wir jetzt was freigeschaltet? Ne, haben wir immer noch nicht. Okay.
Vielmals die Alliierten. Wow, die Alliierten haben aber schon ziemlich viel. Oh man, da ist halt zwei hier. Wow, Star Wars. Wow. Scheiße, werden abgeschossen. Lass meinen Freund in Ruhe. Lass meinen Freund in Ruhe. Scheiße, Waffe, keine Munition mehr. Wir müssen nachladen, glaube ich, oder? Er wird nachgeladen, ich dachte schon. Was ist das für eine Waffe, die Alliierten haben? Das ist ja nicht zu brauchen, ey. Geschossen, ja. Oh, meine Mitte, ey. Oh. Gegen Fokker DA3, DA1 kommt man, komm mal an, ey. Sind viel zu wendig, die Viecher, ey. Na, was war denn das jetzt? Alter, ey, ich hatte Verbündete, sind in mich reingerast. Oh. Oh, dann dumm, 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 dumm. Oh, Manometer, ey. Oh. Auf Platz 195. Oh nee, ey. Oh, das Spiel nicht mehr weiter, ey. Oh. Ja, ich bin zwischendurch vielleicht ganz nicht schlecht, aber naja. Okay, wir gucken uns mal hier an. Ausfahrt, Credits. So verwendet. Musik. Soundeffekte. VOE-Plats, Software Detailed. Ja, okay. Das ist Ausfahrt. Ach, das ist raus. Okay, das war Blue Sky Aces, die Demo. Ja, könnt ihr mal anspielen, vielleicht ist das für euch. Für mich ist das erstmal nichts, auch wenn es mit Doppeldeckern zu tun hat und so. Die Musik ist nicht schlecht und so. Okay, als nächstes spiele ich wahrscheinlich World War Armies oder Internet Café Evolution. Und da kann man sein eigenes Internet Café aufbauen. Egal, das war's von mir erst einmal. Danke fürs Zusehen, bleibt gesund, wie immer. Daumen hoch nicht vergessen, ich vergesse mal nicht. Hier kommt der Daumen hoch für euch. Hier kommt der. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.